Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und Let's Play Ultimate Team kommt ja nicht mehr ganz so häufig, wie das vielleicht früher der Fall war. Also nicht mehr so 2 bis 3 Mal die Woche. Und entsprechend müssen wir in den Folgen immer so ein bisschen rekapitulieren. Was ist eigentlich zurzeit los? Wie sieht mein Team aus? Was hat sich verändert? Und wo soll es als nächstes hingehen? Und das werde ich auch entsprechend in dieser Folge machen. Ich werde euch mal so ein bisschen abholen, was so aktuell meine Gedanken sind. Und wir werden jetzt zunächst mal auf das Squad hier schauen, Weekend League Alt. Und für diejenigen, die letzten Folgen gesehen haben, die wissen, das ist mein altes Team. Ja, für die anderen habe ich es einfach auch dann im Namen entsprechend erkenntlich gemacht. Und dieses Team, das habe ich noch so vor 2 Weekend Leagues auch ungefähr gespielt. Und ich habe es eigentlich, wenn ich gerade in der letzten Weekend League zur Hälfte geändert. Und warum und wieso, das werde ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen erklären, was da so aktuell meine Gedanken sind. Was man natürlich jetzt hier sieht, auf jeden Fall, ich hatte hier Messi, Vidal in Form, Boateng, Alaba und Desai im Einsatz. Und die habe ich verkauft. Und darüber werde ich jetzt so ein bisschen erzählen und ein bisschen quatschen. Und der Punkt ist einfach, im November war ja jetzt Qualifikationsmonat für die Global Playoffs, Finals, wie auch immer. Das ist jetzt vorbei und das nächste Mal ist im Februar. Und mein Ziel, also das nächste Mal Qualifikationsmonat ist im Februar. Und mein persönliches Ziel ist natürlich jetzt im Februar, zum einen mit dem bestmöglichen Team, was ich mir leisten kann, anzutreten. Das heißt, im besten Fall habe ich mir bis dahin sehr, sehr viel zusammengespielt oder auch ertradet. Und zum anderen, dass ich auch weiß, mit welchen Spielern ich antreten möchte. Das heißt, welche Spieler gefallen mir besonders gut, mit welchen Spielern komme ich gut klar. Das möchte ich jetzt in dem Zeitraum im Dezember und auch im Januar herausfinden. Und entsprechend hatte ich mir dann gedacht, jo, da werde ich jetzt mal ein bisschen ausprobieren. Und zum einen bin ich in der Offensive nicht hundertprozentig zufrieden. Ich dachte eigentlich die ganze Zeit, dass ich als nächstes Bale upgraden werde, weil Bale hat das große Manko, der hat nur 3 Sterne Weakfoot. Das mag ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Komme ich nicht so gut klar mit oder ich mag es einfach nicht so sehr. Und ich dachte eigentlich jetzt als nächstes von den 3 in der Offensive würde ich jetzt Bale upgraden. Aber dann habe ich mir mal die Statistiken angeschaut von den Spielern. Und was ich immer vor den Weekend Leagues mache, ich notiere oder ich zeichne auf, wie viele Tore und Torbeteiligungen die Spieler vor der Weekend League haben. Und dann nach der Weekend League, dann weiß ich, ah schau mal, der Spieler hat folgendermaßen performt. Das ist zum Beispiel gut, um Spieler in der Offensive zu vergleichen, um Spieler im Mittelfeld zu vergleichen. Einfach mal zu schauen, ist da vielleicht einer der ZMs deutlich aktiver generell? Und woran liegt das unter Umständen? Liegt es am Spieler? Liegt es an seiner Rolle? Die er vielleicht auch im Team ausfüllt und so weiter. Und was ich gemerkt habe, ist, dass Messi ziemlich underperformt. Ich spiele jetzt so ungefähr seit 3 Weekend Leagues viel im 4-3-2-1 beginnt und ich spiele dann Ronaldo im Sturm und Bale links und Messi rechts. Oder das habe ich gespielt. Und klar, ich habe Messi häufig als erstes ausgewechselt, aber Bale hat auch nicht so eine bombastische Ausdauer, weshalb auch dann Bale hin und wieder ausgewechselt wurde. Aber häufig wurde er Messi ja zu Beginn ausgewechselt, aber dennoch, seine Statistiken waren deutlich schwächer als die von Bale. Weil wenn man mal anschaut, Bale, seine Statistik, 500 Spiele, 349 Tore, 395 Assists, das ist schon so durch die Bank hinweg. Also wir haben hier eigentlich 750 Tore. Oder nicht Tore, sondern Torbeteiligung. In 500 Spielen, das ist nice. Das ist schon mal sehr, sehr stark. Auch ihn wechsle ich häufig aus, weil er halt nur 76 Ausdauer hat. Und auf jeden Fall war ich dann da so ein bisschen am Überlegen. Und dann hatte ich mir folgende Gedanken gemacht, dass ich dann jetzt Messi austausche und einfach Bergkamp ins Team reinhole, um einfach mal auszuprobieren. Vielleicht ist das ja ein richtig guter Spieler und der kommt da gut hin. Andere Überlegung war, dass ich Patrick Vieira verkaufe und dann noch anderweitig zum Beispiel Vidal auch wieder zum Non-Inform gehe, um mir dann anstelle von Messi Ori in der 90er-Variante zu holen. Nicht die 93er, die ist noch ein bisschen zu teuer für mich, aber ich einfach mal Ori ausprobiere, weil der hat 4 Sterne Weakfoot und so weiter. Und ich dachte eigentlich, dass ich Bale upgraden werde zu Ori, aber habe ich ja jetzt gerade schon drüber geredet. Und dann habe ich aber irgendwie so drüber nachgedacht, so Patrick Vieira, der gefällt mir richtig gut. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich mit dem auch im Februar, egal ob es jetzt die 86er oder die 88er-Variante sein wird, dass ich mit dem im Februar antreten werde, als ZM bzw. ZDM vor allem. Und Petit ist ja auch ein ziemlich guter Spieler von den Stats her und der gefällt auch sehr vielen, ist vielen Einsatz, aber ich denke eigentlich, dass ich eher Vieira spielen werde, weil der gefällt mir richtig gut. Der ist ein wirklich geiler Abräumer. Und dann habe ich mir gedacht, macht das so viel Sinn, jetzt einfach nur um auszuprobieren, dann werde ich Vieira für 1,5 Millionen verkaufen und dann werde ich noch andere Spieler verkaufen, um mir dann Petit zu holen und dann nach 2-3 Wochen verkaufe ich wieder Petit, um mir dann irgendwann Vieira zu holen. Dadurch werde ich total viel Münzen einfach nur an Gebühren verlieren. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, da jetzt solche riesengroßen Transaktionen zu machen von Spielern, wo ich dann dafür ausgehe, dass ich die eigentlich auch wieder haben möchte. Und deswegen habe ich das anders gemacht. Und ja, was habe ich jetzt eigentlich gemacht?
Genau, meine Überlegung war jetzt die folgende. Ich wollte jetzt viel Kapital frei schaffen. Warum? Ich bin jetzt in der Weekend League, komme ich eigentlich, wenn ich so eine Weekend League normal spiele, immer Elite 1. War jetzt, ich glaube, zweimal nicht der Fall, aber da habe ich dann jeweils auch nicht zu Ende gespielt. Und ich bin einmal in der Top 100 gelandet. Top 100 ist dieses Jahr unglaublich schwer. War gegen Ende von FIFA 17 auch schon schwer, aber dieses Jahr ist es nochmal schwerer geworden. Ich bin auch nicht ganz so stark spielerisch wie letztes Jahr. Ich habe eine Hoffnung, dass ich das noch umdrehen kann und verbessern kann. Aber ich habe es bis jetzt nur einmal in die Top 100 geschafft und ich würde es natürlich gerne häufiger schaffen. Aber dennoch, es hat sich gezeigt, es ist einfach sehr, sehr schwer. Kann natürlich auch sein, dass es am No-Loss-Glitch liegt, dass es so schwer ist und dass ich das dann dadurch auch mal ein bisschen besser, wenn das behoben sein wird. Ich hoffe mal, das ist irgendwann der Fall. Aber ich denke, was man sagen kann, dass es jetzt nicht zwingend an dem Team liegt, dass ich es nicht in die Top 100 schaffe, sondern an mir logischerweise, dass ich nicht spielerisch konsistent oder konstant genug bin, um es mal so zu formulieren. Und mein Gedanke war jetzt, mit den Elite 1 Rewards, ja, wenn man Glück hat, dann zieht man richtig geil. War jetzt in den letzten Wochen bei mir definitiv nicht mehr der Fall. Der richtig geile Spieler war noch Mertens, den ich gezogen habe, aber danach eigentlich nur noch schlecht gezogen. Und deswegen habe ich gedacht, es wird schwer, nur mit den Rewards jetzt wirklich voranzukommen. Und es ist jetzt nicht so, dass wenn ich dann irgendwie aus den Rewards 300.000 Münzen raushole, dass ich dann mit den 300.000 Münzen dann irgendwie so eine Verbesserung hinbekomme, um dann das nächste Mal Top 100 reinzukommen. So ist es einfach nicht, sondern da muss ich vor allem am Spielerischen arbeiten. Und von daher war meine Überlegung, hey, schaff mal Kapital frei, um einfach auch nochmal ein bisschen Kapital zu haben, um traden zu können, um investieren zu können. Weil ich denke, dadurch habe ich einen etwas größeren Hebel, um wirklich dann auch signifikant mein Kapital, was ich habe, in ein besseres Team reinstecken zu können. Also, dass ich das erweitere, um dann ein besseres Team mir zu ermöglichen. Weil, was ich als am Ende haben möchte, das Team, da, also wenn ich überlege, wen möchte ich im Sturm spielen oder wen möchte ich generell im Angriff spielen, dann sind das natürlich Spieler, die kosten alle mindestens 2 Millionen. Also ein Ronaldo ist ja noch der günstigste, aber dann will ich dann vielleicht am liebsten einen Henri in der 93er-Variante oder zumindest in der 90er-Variante oder einen Ronaldinho oder einen Pelé oder einen Ronaldo in der Baby-Version. Also alles unglaublich teure Spieler und da komme ich einfach nicht so. Also natürlich kann ich da irgendwann hinkommen mit den Elite 1 Rewards, aber vielleicht auch nicht, ne? Und es dauert einfach unglaublich lange. Zum einen, entweder ich muss mal wieder Top 100 schaffen oder ich muss vielleicht nochmal auch durch gezielte Investitionen einfach auch da mein Kapital erweitern. Und das habe ich gemacht. Ich habe einen Teil meiner Spieler verkauft, nämlich, ich kann ja mal kurz zeigen, ich habe verkauft Messi, Boateng und Alaba und Vidal. Und ich habe auch Désiré verkauft, aber werde ich gleich sehen, habe ich nicht wirklich verkauft. Und ich habe andere Spieler, die ich in den Monatsrewards gezogen habe, eingesetzt, um diese Spieler teilweise zu ersetzen. Und habe dann sogar teilweise sogar mein Team noch verbessert und nutze jetzt Spieler, die ich in den Rewards gezogen habe. Und das Team sieht jetzt folgendermaßen aus. Und das seht ihr hier. Und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe jetzt zum einen mir Désiré als Mittelfeldspieler geholt und wieder Matthäus als Innenverteidiger. Und die beiden tausche ich dann wieder. Das heißt, da habe ich sogar fast ein Upgrade nach meiner Einschätzung drinne, weil ich habe jetzt einen besseren Innenverteidiger. Der 88er Désiré ist ein bisschen besser, minimal. Dann mein Mittelfeld ist dann jetzt Vieira, Hullet und Matthäus. Und vorher war es Hullet, Vieira und Vidal. Und Matthäus ist ein ziemlich guter ZM, muss man sagen, von den Werten her. Und ich habe dann einfach genutzt, dass ich hier einen geilen Stronglink auch gezogen habe, auch wenn ich den Stronglink nicht brauche, mit Kolasinac oder Mirza oder Kolasinac. Ich spreche ihn immer falsch aus. Und dann noch Mustafi, weil Mustafi sieht eigentlich relativ ähnlich zu Boateng aus. Und da habe ich gesagt, so what, dann nimmst du einfach mal die 200.000 oder 80.000 für Boateng mit, nimmst mal die 130.000 für Alaba mit und machst dadurch dann irgendwie 300.000 hast du an Kapital und dann spielst du die beiden. Und ich denke nicht, dass ich wegen den beiden jetzt irgendwie nicht mehr auf einmal in die Top 100 kommen kann, wenn ich spielerisch im Tank habe, um es mal so zu formulieren. Und dann habe ich noch Son, den habe ich ja auch gezogen und den wollte ich einfach, ich wollte auch was ausprobieren, das habe ich ihm gerade gar nicht gesagt, aber ich hatte irgendwie Bock auf was anderes. Ich wollte jetzt nicht in die dritte oder vierte Weekend League hineingehen und immer die gleichen Spieler spielen, das ist doch auch immer langweilig. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, komm, probierst du mal Son auch als Startspieler aus, weil ich habe ihn dann schon hier und da eingewechselt und dann habe ich ihm einfach gesagt, komm, dann spielst du ihn jetzt dauerhaft, weil dann hast du vorne Ronaldo und Bale und Son auf dem Flügel und das kann ja auch hoffentlich funktionieren. Und deswegen habe ich jetzt so zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ungefähr 800.000 bis 1 Million Münzen frei gehabt. Sowas um den Dreh. Und die habe ich jetzt investiert.
Noch nicht alle, wie ihr seht. Ich habe jetzt wieder ein paar Münzen. Ich habe jetzt gerade 300.000. Das liegt daran, dass schon teilweise Spieler verkauft worden sind, in die ich investiert habe. Und was habe ich gemacht? Ich bin jetzt nicht der Trading-Guru, an dem ihr euch jetzt hier orientieren oder aufrichten solltet, aber ich glaube, das, was ich mache, ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Ich habe einen großen Teil des Kapitals in Informs investiert, die zwischen 84 und 87 gewertet sind. Wieso, erkläre ich gleich. Ich werde mal ganz kurz die Spieler zeigen, die ich habe. Ich habe hier noch da noch 84er gekauft, um einfach überteuert zu verkaufen, um meine Transferliste voll zu machen. Aber ansonsten habe ich hier, wie gesagt, viele 84er, Sirigu, Dante, Ginter, dann noch 85er mit Jonas und Pastore werdet ihr später sehen. Ich habe noch weitere 84er, wie zum Beispiel Raphael. Lang habe ich gezogen. Raphael habe ich hier noch, es dürfte noch irgendwo Kruse zweimal. Ja, also da ist ein Kruse. Dann Icardi habe ich, glaube ich, jetzt noch ein oder zwei Stück in der 87er-Variante. Wieso, fragt ihr euch jetzt gerade ausgerechnet diese Spieler. Cook habe ich mir mal eingekauft und ich stelle die gerade immer alle zu teuer drauf. Van Damme, ich habe drei von den Scream-Karten von Van Damme vor einem Monat gekauft oder sowas. Viel zu teuer, als die Karten noch draußen waren und die sind dann nach allem Preis noch gefallen. Deswegen probiere ich die immer noch. Ich habe die seitdem noch nicht verkauft, weil ich die immer noch mit irgendwie Plus verkaufen möchte. Ist auch nicht so wichtig. Und dann noch De Vrij als 85er Pastore, habe ich schon gesagt. Also ich habe in viele Informs investiert. Warum ausgerechnet die? Das waren in dem jeweiligen Rating-Bereich 84, 85, 86, 87 die Spiele, die ihr gesehen habt. Ich habe, glaube ich, keinen 86er dabei. Und auch Mustafi hier. Das waren die günstigsten mit der Wertung. Und das ist interessant für die kommenden SBCs. Zum einfach generell SBCs, wo vielleicht Team of the Week-Spieler gebraucht werden. Aber auch unter Umständen für FUTMIS. FUTMIS ist ja letztes Jahr, glaube ich, am 16. Dezember gestartet. Und da kommen dann immer jeden Tag, und da wurde gerade ein Spieler verkauft. Geil! Das muss zu teuer gewesen sein, weil gerade stelle ich die Spieler zu teuer drauf. Gerade in dem Augenblick wurde jetzt ein Spieler verkauft. Wer war das denn? Warte mal. Wir haben es ja gerade gesehen. Also eben waren es jetzt noch 11, jetzt sind es 12. Habe ich vielleicht wieder Mustafi verkauft? Nee, ich habe einen Icardi verkauft. Und einen Icardi, der kostet gerade eigentlich ungefähr 70.000. Also das überteuert Verkaufen, das funktioniert natürlich auch mit den Spielern jetzt gerade. Sehr, sehr nice. Also das ist eigentlich zu teuer. Aber ich check das nochmal ab. Waren das denn jetzt? Es waren wirklich 80.000, ja. Cool. Werde ich dann wahrscheinlich nachkaufen oder irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall, es wird heute eine etwas längere Folge, wie ihr merkt. Ich werde auch noch spielen. Also das nur nochmal so am Rande. Ich werde natürlich mit meinem neuen Team spielen. Und da brauchte man dann jeden Tag drei SBCs von Spielern rausgebracht. Man konnte einen Spieler dann bekommen und man für diese Teams brauchte man eigentlich immer einen Team der Woche Spieler und die haben immer recht hohe Anforderungen gehabt. Ich glaube, ich werde mal ein Video verlinken von einem Typen, der das ein bisschen besser erklärt hat. Und letztendlich waren halt diese Spieler hier, wie zum Beispiel Raphael, Dante, Sirigu, die habe ich alle so für 25.000 Münzen gekauft und die werden wahrscheinlich hoffentlich hochgehen auf 30.000, 35.000, vielleicht 40.000. Die 85er, Pastore, De Vrij, wen habe ich noch? Ich glaube, das waren nur die beiden. Die habe ich für 30.000, 29, ich habe noch Jonas. Diese drei, die habe ich für 29 bis 30.000 gekauft. Die gehen hoffentlich hoch bis 40, 50.000. Vielleicht, aber die werden auf jeden Fall jetzt demnächst 35.000 oder mehr kosten. Dann, ich habe noch Mustafi und Icardi als 87er. Die habe ich zwischen 60 und 70.000 gekauft. Das Geile ist, diese beiden sind die einzigen 87er, die unter 100.000 sind. Alle anderen 87er-Informs, die sind bei über 100.000. Und ja, das ist letztendlich mein Plan. Ich habe einfach einen gewissen Teil von dem Budget in Informs gesteckt und ich werde dann jetzt noch weiter investieren, zum Beispiel jetzt beim aktuellen Team der Woche. Es wird hier voll das Trading-Video. Beim aktuellen Team der Woche werde ich mir auf jeden Fall Aspas holen, weil Aspas wird nach meiner Einschätzung noch im Preis fallen, gerade wo ich das jetzt hier sehe, kostet er glaube ich 100.000 oder sowas, ne 70.000 nur noch. Und das ist halt ganz interessant. Wenn er jetzt nur 70.000 kostet, dann wird er wahrscheinlich dann, wenn das Team of the Group Stage draußen ist, dann wird er wahrscheinlich auf 60.000 oder 50.000 runtergehen. Und dann ist es eine der günstigsten 86er Informs, die man bekommen kann. Und das ist halt interessant, weil der Spanier lässt sich gut verlinken, ist in der spanischen Liga, lässt sich richtig gut verlinken. Und solche Spieler braucht man, um das Team-Rating hochzubekommen. Und von daher kommt man um diese Spieler nicht wirklich drum herum. Und deswegen steigen die dann im Preis, weil jeder diese SBCs machen möchte. Wirklich die ganz kurze Erklärung eigentlich von der ganzen Geschichte. Und das ist jetzt mein Plan. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch den Dezember einfach möglichst viel Kapital frei haben, um, ich möchte trotzdem ein gutes Team haben, aber ich möchte trotzdem viel Kapital frei haben oder einigermaßen was frei haben an Kapital, um dann auch investieren zu können. Und dann im besten Fall mache ich aus den 1 Million irgendwie 2 Millionen und ich habe dadurch 1 Million dann irgendwie ja zusätzlich an Budget. Und jetzt werden wir gleich in ein Spiel hineingehen. Vorher möchte ich euch aber kurz noch zeigen, ich habe eben schon mal kurz drüber geredet,
Ich habe ein bisschen was vorbereitet heute, wie ein zukünftiges Team für mich aussehen kann. Und das ist eigentlich relativ einfach jetzt. So möchte ich dann eigentlich irgendwann mal wieder spielen. Im besten Fall im Februar. Vielleicht, wenn das Team of the Year irgendwann draußen kommt, rauskommt, wird mein Wunschteam irgendwie anders aussehen. Aber ich denke, irgendwie sowas, wobei ich auch merke, dass Bale jetzt auch nicht für mich die mustergültige Lösung ist. Vielleicht mache ich hier noch Henri rein. Den 90er. So einfach nur so als Idee. Ob es jetzt Bale oder Henri ist, das ist dann ja egal. Und im Sturm, ich spiele ja 4-3-2-1 aktuell, würde ich dann auf dem Flügel vielleicht Pelé oder Ronaldinho spielen oder vielleicht mir den Baby Ronaldo holen. Den denke ich, der ist eigentlich auch ziemlich nice. Den habe ich ja in London beim Capture-Event gespielt, fand ich überragend. Und dann irgendwie einen Sturm letztendlich aus Ronaldo, also CR7, Bale und Ronaldo oder Ronaldinho oder Pelé bilden oder ich hole mir noch vielleicht Henri oder es ist noch eine der Team of the Year Karten drin. Aber so aktuell, wenn ich überlege, wie soll mein Kader irgendwann mal oder mein Team so in einem Monat aussehen, das wäre so die Richtung, in die ich es gerne hinbekommen möchte. Und das möchte ich halt unter anderem auch mit den Investments, die ich jetzt getätigt habe, auch ermöglichen. Also ich denke, es ist realistischer, dass ich das bekomme, als wenn ich jetzt sage, hey, ich mache mir jetzt das jetzt zu dem Zeitpunkt das bestmögliche Team, um dadurch dann eine höhere Chance zu haben, in die Top 100 zu kommen. Also entweder schaffe ich das mit dem Team, welches ich gerade habe, in die Top 100 zu kommen, oder halt eben nicht. Aber es liegt nicht daran, dass ich jetzt mit so einem Team spiele, anstelle mit dem anderen, weil das Team ist ja auch brauchbar, ne? Um es mal so zu formulieren. Ich würde sagen, ich habe lang genug geredet. Ich weiß gar nicht, wie lange ich geredet habe. Ihr könnt mir aber mal gerne Feedback da lassen, wenn wir jetzt hier gerade auf den Gegner suchen. Wie gefällt denn euch sowas, wenn ich mal etwas ausführlicher gerade ausführe? Ausführlicher ausführe? Ja, das sind immer so Wiederholungen. Naja, wenn ich mal sowas ein bisschen ausführlich erkläre, ja, was mein Plan ist. Und ihr unter Umständen sagt, hey, das ist eine gute Idee, mache ich vielleicht auch so. Oder generell, findet ihr es in Ordnung, wenn so in einem Let's Play Ultimate Team ich nicht nur Hallo sage und dann ab geht's ins Spiel oder ich zum anderen vielleicht auch ein bisschen was erzähle, was mich gerade so beschäftigt oder was so meine Idee ist. Ja, irgendwie suchen wir ein bisschen länger für den Gegner. Aber ich werde auf jeden Fall, falls ich es nicht gemacht habe, erinnert mich daran, dass ich in die Videobeschreibung das Video packe mit den Erklärungen von dem Typen von Nick, Run the Foot Market, mit den Erklärungen zu Footmas. Da ist immer so das Problem, zum Beispiel Dante und Kruse und Sirigu und wen habe ich dann noch von den 84ern, die sind alle schon im Preis ein bisschen gestiegen. Ich bin halt eingestiegen, als die schon bei 24 bis 25 waren. Und gegen den habe ich letztens schon mal gespielt, eSports Fürth. Ich glaube, der hat sogar gegen mich gewonnen. Das ist ein guter Gegner. Das ist dann wieder so das Übliche, dass ich dann sage, oh, jetzt fange ich an zu reden und will was erklären, aber eigentlich merke ich, dass ich gegen den keine Chance habe, wenn ich mich nicht konzentriere. Und er hat auch ein gutes Team. Ich frage mich, wie man auf den Namen eSports Fürth kommt. Ob da sich irgendwas anbahnt? Wir wissen es nicht. Er hat auf jeden Fall Fährmann im Tor. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so nice. Also gut, stimmt. Es gibt einige, die sagen auch, Fährmann ist richtig gut. Ich weiß noch, letztes Jahr war das auch insbesondere viele. Mal schauen. Also ich glaube, also ich weiß, dass er ziemlich gut spielt. Und ich frage mich gerade, ob ihr den Ton jetzt hört, den er hier drauf ist. Oh, ich habe vergessen, die Fitness zu machen. Das ist nicht ganz so gut. Scheiße, ich muss jetzt überlegen, wie mache ich das hier eigentlich immer nochmal? Ich glaube, so war das. Ja, genau. Ich muss jetzt kurz überlegen, wie mein Flow hier aussieht, um mein Team umzustellen. Okay, jetzt habe ich den Flow gefunden, wie ihr seht. Das ist übrigens jetzt eine Taktik, die ich ausprobieren würde. So, ich mache es nochmal ein bisschen länger rein. Ich überlege, ob ich den Ton jetzt hier noch schnell leiser bekomme. Ja. So, jetzt dürfte ich keinen Ton haben vom Monitor ausgehend. Fuck. Ich bin so dumm. Das hat jetzt nicht gespeichert, ne? Wenigstens habe ich noch dran gedacht. So, ich habe das ja eben schon mal geübt. Krass, ne? Wie man diese Umstellungen so automatisch hinbekommt. Wäre natürlich jetzt ein geiles Thema, wenn ich über die Weekend League rede, ob die stattfinden wird oder auch nicht. Ich zeige das jetzt hier gerade am Donnerstagabend auf. Aber bis dahin ist das, wenn das Video hier rauskommt, hat sich das Thema eh erledigt. Mit ob die Weekend League stattfindet oder nicht. Deswegen werde ich jetzt darüber nicht reden, weil das macht keinen Sinn, wenn ich da jetzt so über so ein altes Thema rede quasi.
So, wir gehen rein. Das wird jetzt was. Ich glaube, der Gegner wird jetzt, das wird unangenehm irgendwie. Was sagt mir mein Gefühl? Ich werde mal konzentrierter beginnen. Nee, come on. Da stehen zwei Leute. Er schießt auf den kurzen Pfosten. Der kann und sollte nicht reingehen. Ich hoffe, der ist im Abseits. Der war nicht im Abseits. Heftig. Krass. Das war krass. Ich habe den jetzt auch eben einfach bewusst geklärt mit Mustafi. Och man, ey. Es gibt jetzt die achte Ecke in Folge. Er hat auf jeden Fall ein breites Repertoire an Ecken. Oh, dieser I. Ich würde mich mal über den Ball freuen. Er wird jetzt natürlich eine Durchlaufvariante spielen. Würde mich wundern, wenn er da wirklich jetzt schießt. Wenn man es eigentlich kaum noch sieht. Er schießt aber. Krass. Und die nächste Ecke. Wir haben jetzt inzwischen 7 Minuten in-game. Und ich glaube, ich hatte kein einziges Mal den Ball. Jetzt! Jetzt! Da haben wir ihn! Let's go! Ich hoffe, ich verliere ihn jetzt nicht direkt am Abstoß. Wo bringen wir den denn jetzt hin? Auf Hullet. Kommt sogar auf Hullet. Manchmal habe ich das Problem, dass der hier auf Bay geht. Ich merke gerade, ich bin überhaupt mental gar nicht hier drin im Spiel. Na gut, kein Foul anscheinend. Okay. Scheiße. Unsauber gespielt. Aber das ist schlampig. Come on. Boah. Ja, haben wir jetzt gesehen. Ich glaube, wenn ich den Rullet noch mal ein bisschen besser ausgerichtet hätte, dann hätte er den Pass deutlich druckvoller spielen können. Das Problem war nur, dann war dieser geile Laufweg von Messi, wäre dann schon wieder... Ah, nee, ist gar nicht Messi, ist es Son. Wäre dann wieder zugelaufen. Nice. Guckt euch Desai an. Diesen absoluten Boss. Nee, zu früh gespielt. Ich muss ja dieses Jahr, darüber können wir reden. Dadurch, dass ich nicht so viel Let's Play Ultimate Team aufzeichne und auch generell nicht streame und so weiter, tue ich mich sehr schwer, und ich merke das ja gerade, wie gestört ich dabei rede, ich tue mich dieses Jahr sehr schwer zu reden und zu spielen. Ich meine, das ist etwas, was ich jetzt schon seit Jahren mache. Ich habe ja mit FIFA 12 ungefähr mit Let's Player ist angefangen. Eigentlich sollte man meinen, hey, du machst schon so lange, so viele Jahre, du sollst ja jetzt grundsätzlich genug Übung drin haben. Aber dieses Jahr fällt mir das auf, wie schlecht ich spiele. Ich habe letztens mal probiert, eine Weekend League zu streamen. Ich wollte 20 Spiele streamen. Es sind 10 draus geworden. Ich habe 6-4 gespielt. Ich stand vorher 19-1. Ich habe nichts auf die Reihe bekommen. Ich war natürlich vielleicht auch ein bisschen dann komplett vom Kopf her gefickt. Aber ich habe nichts mehr auf die Reihe bekommen. Und woran liegt das? Ganz einfach zu erklären. Wenn ich nicht dabei reden muss. Das ist ganz einfach zu erklären, wenn ich dabei nicht spielen muss. Boah, habt ihr gerade gesehen, wie Matthäus da abgeblockt wurde? Das ist, finde ich, grenzwertig, um mal ganz ehrlich zu sein. Komm mal drauf hier. Drauf hier. Sehr gut. Ah, ich kann mir vorstellen, also ich werde gleich mal den Gedanken noch, vielleicht, weiß ich nicht, eine Halbzeitpause probieren, fertig zu führen, aber... ich kann mir vorstellen, dass vielleicht einige auch fragen, wie finde ich Kolarinac und insbesondere Mustafi. Ja, gut. Find Mustafi gut. Also wenn man ihn als monatliche Belohnung hat, finde ich ihn gut. Er kostet ja auch nicht so viel, um ehrlich zu sein. Finde ihn gut. Ich finde ihn empfehlenswert, um es mal so zu formulieren. Ist halt für einen Innenverteidiger jetzt nicht der größte mit 1,84. Schau, ich mache der. Ich. Sobald ich dann einfach da anfange.
in einem Satz zu sein, bin ich eine halbe Sekunde langsamer in der Offensive. Das ist echt dieses Jahr total krass. Komm, 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 drinne halten. Kolasinac, muss ich sagen, ihr müsst mir entschuldigen, wenn ich den Namen komplett falsch ausspreche. Finde ich unauffällig. Ich finde ihn schon, man merkt das, man sieht das ja auch in seinen Stats, er ist spielerisch schwächer als zum Beispiel in Alaba. Alaba finde ich dieses Jahr richtig gut. Ich habe letztes Jahr schon Alaba sehr gerne gespielt. Ich finde Alaba dieses Jahr sehr, sehr, also ich finde ihn noch besser als letztes Jahr. Obwohl er jetzt letztes Jahr nicht die fantastische Saison hatte und man eigentlich meinen könnte, dass er ein starkes Downgrade bekommen wird. Ach, das ist doch faul, Mann. Er behindert meinen Spieler, dass er zum Ball geht. Also er macht leicht Abspielfehler da in dem Moment. Was ist denn jetzt hier? Boah, was ein Kopfball von Matthäus. Da habe ich jetzt ein bisschen Glück, dass ich da trotzdem ein Tor draus mache, weil der Kopfball war einfach überragend krass. Und jetzt macht das Pause, das ist natürlich ein bisschen schade. Ich hoffe, dass er jetzt nicht rausgeht, das fände ich ein bisschen komisch. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht nur umstellt. Noch, was ist denn los bei dir? Schade, schade. Da werde ich noch ganz kurz den, weil wenn ich jetzt noch ein neues Spiel beginne, das dauert viel zu lange. Ich habe jetzt in dieser Folge sehr, sehr viel erzählt. Aber was ich noch kurz sagen möchte, ich glaube, dieses Jahr ist das so schwer für mich, weil einfach diese, also mein FIFA-Skill ist dieses Jahr nicht ganz so gefestigt. Um mal reden zu können und trotzdem gut spielen zu können, brauchst du unglaublich viele Automatismen und die musst du einfach mal abrufen können, egal ob du gerade aktiv drüber nachdenkst oder nicht. Und ich bin noch nicht an diesen Punkt gekommen und mir fehlt auch dieses Jahr einfach dadurch ein bisschen die Übung, weil ich nicht selber so viel live mache. Und wurde jetzt noch ein Spieler verkauft? Ja, krass. Also ich hatte jetzt eigentlich Probleme, die Spieler hier überteuer zu verkaufen. Ich kann die jetzt auch mal wegmachen. Ich würde jetzt nur kurz gucken, aber da ist ja noch... Hier, ein Raphael. Für 32.000. Wir können jetzt mal aus Spaß noch mal ganz kurz schauen, wie viel Raphael eigentlich kostet. Ich habe Angst, dass er jetzt inzwischen schon fast regulär auf den Preis gestiegen ist. Aber das ist ganz nice. Ich habe den halt für 24.000 gekauft. Und man sollte den jetzt wahrscheinlich eigentlich auch noch für 28.000 bekommen. Wenn nicht sogar weniger, 27.000. Also irgendjemand kam gerade auf die, hat diesen Geistesblitz gehabt und gesagt, diesen Raphael für 32.000, den nehme ich jetzt definitiv mit. Sehr gut, das freut mich. Ich könnte jetzt gerade einen Raphael nachkaufen für 26,5, aber mal sehen. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz auch bei Icardi nach. Der ist aber nicht ganz so einfach zu filtern, weil es gibt ja noch den 86er Icardi. Der 86er Icardi, ich glaube, der steht bei... Okay, er steht ein bisschen über 54.000. Steht deutlich über 54.000. Dann habe ich mich jetzt gerade ein bisschen vertan. Aber okay. 49.000. So, gucken wir mal ganz kurz. Der... Ich habe ihn jetzt gerade... Ich glaube, er kostet eigentlich... 64.000 oder so. Ist hier schon ein 87er dabei? Wenn wir mal einen finden, gucken wir den uns mal genauer an. Also in dieser Folge mehr Beschäftigung mit Informs. Hier haben wir einen. Also ich glaube, der kostet sowas um den Dreh. Das sind viel zu viele, ey. 67.000, also sowas, ich glaube, er kostet 64.000, irgendwie sowas. Also ich meine, der günstigste, den wir jetzt gesehen haben, ist 66.000 und wir sind jetzt schon relativ fortgeschritten. Was sind das viele? Da sind wir zwei. So 65.000, sowas um den Dreh und meiner wurde einfach für 70.000 oder sowas gekauft und ich habe den... Nee, warte mal. Ja doch. Meiner wurde für 80.000 gekauft. Habe ich das gerade richtig gesehen? War schon für 65 gerade einer drauf, ne? Nice. Also so ist mein Plan auch, Münzen zu machen. Generell, ich baue auf zwei Sachen. Entweder steigen sie generell im Preis als Investments bis Footmiss oder ich bekomme sie einfach generell teurer verkauft, als ich sie kaufe, weil das ist generell eine Trading-Methode, die auch von vielen eingesetzt wird. Okay, damit sind wir am Ende. Ich hoffe, das war heute nicht zu chaotisch oder zu durcheinander und hat euch trotzdem gefallen. Vielleicht fandet ihr das auch ganz interessant und ich habe euch ein bisschen Inspiration gegeben. Schreibt es auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und anderweitiges Feedback auch ganz gerne. Und damit bin ich dann an dieser Stelle raus. Habe ich noch irgendwas zu sagen? Nö, das war's eigentlich. Haltet euren Kasten sauber, euer Tess.